das Amazon-Warenlager in Koblenz. Vor Weihnachten gehen hier täglich 300.000 Artikel raus. Eine Spielzeugtorte, lecker. Ein bisschen Weihnachtsdeko. Ein Whiskyfass. Und alles muss ins passende Päckchen. In der Stunde 120 bekommt es dann quasi in den Packrausch, ja. Das geht automatisch, dann ist das, da fluppt das. Das Wichtigste, alles muss pünktlich unter dem Baum liegen. Man fühlt sich eigentlich so ein wenig wie so ein Helfer vom Weihnachtsmann. Ist 6.30 Uhr. Schichtbeginn. Wie jeden Morgen mit einem Appell. So, guten Morgen zusammen. Heute, es ist nicht überraschend, es ist Peak Time. Das heißt, unser Volumen wird heute höher sein als an den anderen Tagen. Das heißt, es wird doch überraschend Volumen reinkommen. Fragen soweit? Nein? Dann, schöne Schicht. Hey. Timo Dietz auf dem Weg zu seinem Arbeitsplatz, der Packstation. Mit bis zu 260 anderen Kollegen verpackt er die Online-Bestellungen in Sekundenschnelle und in Massen. Ich denke echt manchmal, wo kommt das her? Hat man das früher alles selber gekauft? Ist man früher alles im Geschäft kaufen gegangen? Oder hat man einfach früher weniger gekauft? Ich habe ja auch Lagerlogistik gelernt bei dem Unternehmen, wo ich gearbeitet habe. Ist das, was ich hier in einer Stunde packe, das Tagesvolumen ungefähr gewesen. Da muss man sich mal überlegen. Also, das ist schon heftig. Vor Weihnachten dreimal so viel wie sonst. Timo packt mehr als 100 Bestellungen pro Stunde. Jedes Fach ist ein einzelnes Paket mit mehreren Artikeln. Und so eine Wand ist typisch für Weihnachten. Da sind sehr, sehr viele Spielsachen drin. Dann haben wir hier Schminke, Schlittschuhe und einen Adapter für ein Handy. Definitiv Geschenk für die Tochter. Die Kleine will unbedingt Schlittschuh laufen und kriegt jetzt zu Weihnachten ein schönes Paar Schlittschuh. Wird einmal angezogen und danach liegt das eh in der Ecke. So. Solange das Kind glücklich ist am Heiligen Abend. Einen Packer wie Timo scheint Weihnachten nicht zu stressen. Die tägliche Routine ist sein persönliches Yoga. Du kommst dann quasi in den Packrausch, ja. Das geht automatisch, dann ist das, da fluppt das. Also ich habe zum Beispiel beim Packen komplett überlegt, wie fließe ich mein Badezimmer zu Hause. Das hört sich schon blöd an, aber ist gut geworden. Also, ich kann da gerne mal vorbeikommen und filmen. Was macht ihr eigentlich an Silvester oder Heiligabend? Hier, ich habe das große Glück, dass ich Urlaub habe. Ach, du hast Urlaub? Wir feiern mit Kind und Kegel. Und wir sind die Einzigen, die keine Kinder haben. Aber die anderen bringen alle ihre Kinder mit. Ja, da lohnt sich. Ich bin mal gespannt, was ich mir da angetan habe. Damit Timo die Arbeit nicht ausgeht, bereitet sich Ronda Seidensticker im Warenlager auf das Sammeln von Bestellungen vor. Das Picken. Der Handscanner weist dir den Weg. Ich mache meinen Scanner sauber, weil der geht halt auch durch viele Hände. Dann warte ich, bis der sich hochgefahren hat. Und jetzt weiß ich, wo ich hin muss. Ich gehe jetzt in den Pick Tower. Dort gehe ich dann auf die Etage oder das Level, wo ich hin muss. Und dann geht's los. Immer mit dabei Rondas Dienstwagen, ihr kleines Kart. Morgen. 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 Vorsicht. Per Scanner bekommt Ronda die Nummer von Regalen übermittelt, wo kürzlich bestellte Artikel lagern. Ein kurzer Check, ein Scan, dann füllt sich ihre Kiste mit Bestellungen. Amazon setzt auf chaotische Lagerhaltung. Neue Ware wird dort einsortiert, wo gerade Platz ist. So kann das Lager an Weihnachten prall gefüllt werden. Bücher neben Essen oder Kinderspielzeug neben anderen Spielzeug. Eine Spielzeugtorte neben Hundefutter. Lecker. Ein Whiskyfass. Ein bisschen Weihnachtsdeko. Der Scanner sorgt für Effizienz und kurze Wege. Laufen muss Ronda aber noch selbst. Das sind schon einige Kilometer, ne? Also vielleicht so 13 Kilometer. Gute Federung ist wichtig. Die müssen schon auch bequem sein,
dass man halt keine Schmerzen hat. Das ist wie wenn ich in Disco gehe und Pumps trage. Dass, wenn man da auch das falsche Schuhwerk trägt, dann funktioniert das nicht. 13 Millionen Artikel lagern hier auf 4 Ebenen. Eine Fläche von 15 Fußballfeldern. Wo ist es? Da kann man schon mal die Orientierung verlieren. Wo ist es denn hin? Mein Kater ist weg. Oh. Da ist es. Weihnachten ist das Geschäft des Jahres. Für Ronda bedeutet es 6 Tage Wochen mit 13,54 Euro die Stunde. Der Trick ist, man guckt einfach nicht auf die Uhr. Man guckt einfach nicht auf die Uhr und dann geht die Zeit auch total schnell rum. Einige Kilometer später, die Hälfte ist geschafft. Zeit für eine Pause. Danke schön. Wir sind trocken. Ja. Also man fühlt sich eigentlich so ein wenig wie so ein Helfer vom Weihnachtsmann. Zwar nicht so wie die kleinen Wichtel, weil wir sind schon ein bisschen größer gewachsen, aber... Der Weihnachtsmann, der schafft ja auch gar nicht alles alleine. Nee, schafft er auch nicht. Also mittlerweile nicht mehr. Da braucht er uns schon. Auf jeden Fall. Die fleißigen Helfer sind kuriose Geschenke gewohnt. Doch manches bringt selbst sie ins Staunen. Letztens hatte ich Klopapier, Toilettenpapier, mit Einhörnern drauf. 2 Rollen, die sollten angeblich nach Zuckerwatte duften. Hab dann auch zu Hause mal geguckt. Die 2 Rollen haben tatsächlich 5 Euro gekostet. Also ich weiß nicht, wer die bestellt hat, aber der hat Spaß an Toilettenpapier, das nach Zuckerwatte duftet. Bis zu 300.000 Artikel pro Tag verlassen das Lager in der Weihnachtszeit. Das geht nur mit Hilfe von komplexer Technik. Und die Entwicklung geht immer weiter. Das Koblenzer Lager gibt es seit 6 Jahren. In neueren Amazon-Logistikzentren werden noch mehr Roboter eingesetzt. Konkurrenz für die Weihnachtswichtel? Man hat mal so die Gedanken, so, wo man denkt, immer mehr Technik. Aber ich glaube nicht, dass man komplett von den Maschinen ersetzt wird. Weil wenn man hier von den Maschinen ersetzt wird, kann ich ja kein Geld mehr verdienen und dann kann auch keiner mehr was kaufen. Ne? 2:30, das letzte Paket für heute. Geschafft. Tschüss, Kai. Feierabend. Danke. Nur noch wenige Tage bis zum Fest. Ich bin noch motiviert und ich weiß, es sind noch ein paar Tage. Dann ist Weihnachten und dann ist erstmal Ruhe. Und dann geht im neuen Jahr wieder ganz von vorn los.